Hallo und herzlich willkommen, lieber Wassermann, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 25. Februar bis 2.3.2019. So, schön, dass du da bist und wir schauen, welche Energien in dieser Woche ja, für dich relevant sind, was du damit anfangen kannst. Denk dran, allgemeine Legung kann und wird nicht immer für jeden passen. Deshalb nimm mit, was du mitnehmen kannst. Was du damit anfängst, ist natürlich deine eigene Entscheidung. So, wenn es nicht passt, natürlich wieder nicht passend machen. Das bringt dir nämlich nichts. So, wir gucken, welche Energien von außen auf dich zukommen, lieber Wassermann. Also deine Umgebung, die Welt, Neubeginne. Also die Leute um dich herum stehen vor einem Neubeginn. Das kann sehr schön sein, auch für dich, je nachdem, wenn du damit involviert wirst. Gucken wir mal die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So. Dazu kommen natürlich die Karten für die einzelnen Wochentage. Und es ist wie immer so, dass wenn das nicht exakt der Tag ist, dann für den es gelegt wurde, macht das nichts. Wenn du was damit anfangen kannst, kannst du das auch an jedem anderen Tag. Das kann ja auch bei den vielen Leuten, die hier zuschauen, variieren. So, und wir wollen natürlich auch wissen, wie du deiner Umgebung gegenübertrittst, welche Energien du mitbringst in diese Woche. Und da haben wir die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe ist die Karte, dass du das, was du bisher schon, ich sag mal, im Vorfeld angefangen hast, begonnen hast, dass du hoffst, dass sich jetzt da was raus ergibt, dass du Erfolg hast damit. Und natürlich bist du neugierig auf neue Horizonte. Drei der Stäbe ist neue Horizonte. Und wir gucken, was wir an den Wochentagen so haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, beginnen wollen wir natürlich erstmal mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche. Da haben wir Veränderungen. Das heißt, du fühlst, dass eine Veränderung mit dir stattfindet. Veränderungen, ja, sind nicht immer einfach, verlangen uns manchmal ein bisschen was ab. Kann sein, dass dich das irritiert, dass dich das nervös macht, dass du vielleicht auch nicht so gute Laune hast, weil du nicht weißt, was da so auf dich zukommt. Also, es könnte, sagen wir mal, spannend werden und auch ein bisschen herausfordernd für dich. Dein Wunsch in dieser Woche, die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist eine Karte, die besagt, dass du dich im Gedankenchaos befindest. Also dieses Hamsterrad durchläufst. Dein Wunsch ist sicherlich nicht, dass du dich im Hamsterrad befindest, sondern dass du eine Lösung findest, dass du Klarheit erhältst. Schwerter bedeuten auch immer Klarheit, bedeutet auch, dass man die Dinge klärt, die ungeklärt sind. Aber du solltest natürlich nicht im Hamsterrad verweilen, du solltest dich zeitweise da auch von verabschieden, dich anderweitig beschäftigen, damit du eben Klarheit gewinnen kannst. So kannst du natürlich keine Klarheit gewinnen. Hoffnung und Ängste in dieser Woche. Drei der Kelche. Du hoffst, dass alles positiv wird, was an Veränderungen auf dich zukommt. Das ist auch sehr gut. Dass sich alles ergibt und dass alle zufrieden sind. Gut für dich in dieser Woche ist die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche ist die Schmollkarte. Ist ein gewisses Angebot vielleicht nicht annehmen oder nicht sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du nicht alles aufgreifen sollst, was sich dir bietet. Veränderung bedeutet ja auch immer, dass man sich neuen Gegebenheiten ja, stellen muss oder dass man damit umgehen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass du da schon eine Auswahl triffst, welche Veränderungen du zulässt und welche nicht. Nicht gut für dich, 10 der Münzen. 10 der Münzen ist ein voller Zyklus, ist Zufriedenheit, ist Familie, alles prima. Aber es ist halt noch nicht so weit. Das wird sich vielleicht dann so ergeben in naher Zukunft. Aber
es ist halt momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ist eine positive Karte, aber eben noch auf der Position nicht gut für dich. Das wäre jetzt nicht gut, wenn sich alles plötzlich so ergeben würde und alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Die Herausforderung muss angenommen werden. Ausgang ist die Herrscherin. Und die Herrscherin ist auch eine positive Karte und bedeutet, ja, die Dinge entwickeln sich positiv. Deine Projekte, deine Vorhaben entwickeln sich positiv. Das ist die Fruchtbarkeitskarte auch. Also wenn du zum Beispiel schwanger werden möchtest, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn nicht, solltest du zumindest bei der Verhütung aufpassen. Ist aber auch, deine Projekte sind fruchtbar. Das, was du beginnst oder wo du gerade dran bist oder die Veränderung, das wird gut. Ja? Dann haben wir Montag, der Hierophant. Der Hierophant ist eine Institution. Kann sein, dass die Veränderung bezüglich einer Institution oder dass du in eine neue Institution reingehst, das könnte sein. Kann auch bedeuten, dein Selbstvertrauen, dein Glaube an dich selbst. Und da müssen wir natürlich gleich noch näher reinschauen. Am Dienstag haben wir die Acht der Schwerter. Das bedeutet, dass du dir zu viele Gedanken machst. Das ist nie besonders hilfreich, aber manchmal kann man es nicht verhindern. Aber dann muss man gucken, dass man aus diesem Hamsterrad rauskommt, damit man wirklich dann auch mal Klarheit gewinnt. Oder man spricht mit jemandem darüber. Ja? Das ist ja auch dein Wunsch, dass du Klarheit gewinnst. Hoffnung, ja, Fünf der Stäbe. Hoffnung hier, ja, Fünf der Stäbe ist so dieser Konflikt. Vielleicht ist das der Konflikt, über den du nachdenkst, den inneren Konflikt, den du vielleicht hast. Oder es ist eine Wettbewerbssituation, die dir Sorgen macht in Bezug auf eine Institution, dein Arbeitgeber oder da, wo du hinwechselst. Du kennst das noch nicht, es macht dich vielleicht nervös, dass du da noch nicht weißt, wie das da läuft. Am Donnerstag haben wir die Acht der Münzen. Da kommt eine Menge Arbeit auf dich zu. Aber das ist ja auch das, wenn du zum Beispiel einen neuen Arbeitgeber hast oder so, wo du dann dich auch reinhängen musst. Du musst ja erst die ganzen Zusammenhänge begreifen und wie das Ganze da vonstatten geht. Das heißt natürlich Arbeit. Und du möchtest natürlich auch, dass deine Arbeit gewürdigt wird. Am Freitag haben wir die Prinzessin der Schwerter. Das ist deine Energie, die Luftenergie, Nachricht, Aktivität, Bewegung. Da tut sich was. Am Samstag haben wir den Prinz der Schwerter. Das ist dann die gleiche Energie. Also das Donnerstag und nein, Freitag und Samstag hast du eine Menge Energie, Nachrichten, Gespräche. Kann ja, wie gesagt, auch mit der Arbeit zusammenhängen, was du da tust. Sonntag haben wir die Fünf der Kelche. Das ist so, ja, man sieht nur das Negative und da hinten die zwei Kelche, die wirklich positiv sind, die siehst du nicht. Deswegen ist es auch wichtig, hiervon loszukommen und auch die Dinge, die du nutzen kannst, zu sehen. Nicht nur das Negative. So, schauen wir mal, was es mit der Veränderung auf sich hat. Wir beginnen wieder hier vorne mit dem, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Rat des Schicksals. Das Glück ist dir gewogen und Ritter der Stäbe, du nimmst diese Veränderung mit Leidenschaft an. Sehr, sehr schön. So, was macht dir denn jetzt so viele Gedanken oder wo brauchst du Klarheit? Zehn der Kelche. Familie, Glück. Ja, du möchtest wissen, wo dein Glück liegt. Und wir haben hier den König der Münzen. Dein Glück oder das, worüber du dir Gedanken machst, König der Münzen, ist Sicherheit und Stabilität und natürlich die Liebe, die du brauchst, wie jeder Mensch. Und das ist das, wo du nicht genau weißt jetzt im Moment, wie komme ich dahin. Aber es sind die Anzeichen, dass du auf dem richtigen Wege bist. Hoffnung und Ängste, drei der Kelche. Dann haben wir vier der Kelche und wir haben die drei der Münzen. Wie gesagt, drei ist Zusammenarbeit, drei der Kelche ist auch Zusammengeselligkeit. Aber du musst nicht jedes Angebot annehmen. Nicht jeder, den du triffst, wird mit dir zusammenarbeiten wollen. Nicht jeder, den du triffst, wird dir sympathisch sein. Das ist etwas, was einfach so passiert. Das ist nicht schlimm. Das ist das Leben. Gut für dich ist die vier der Kelche. Die haben wir ja hier auch. Das heißt, du musst dich nicht mit jedem anfreunden. Wir haben den Ritter der Kelche und wir haben den Herrscher. Du hast im Griff, wem du deine Sympathien schenkst und welches Angebot du tatsächlich annimmst.
Da bist du dir ziemlich sicher und das weißt du ziemlich schnell. Nicht gut für dich wäre jetzt die 10 der Münzen, das Gericht und der Turm. Also, die Situation ist so, du musst dich erst mit dieser neuen Situation zurechtfinden. Du musst neue Maßstäbe annehmen möglicherweise. Der Turm räumt ja das beiseite, was nicht mehr up-to-date ist, was dir nicht mehr weiterhilft. Die 10 der Münzen kann bedeuten, dass du vielleicht auch Liebgewonnenes erstmal so, ja, ich sag mal, nicht ablegst, aber dass du in der Situation urteilst, jetzt ist was anderes wichtig. Und das andere, das gibt es dann, wenn ich wieder Zeit habe oder wenn ich diese Dinge bewältigt habe. Es ist aber so, dass die Herrscherin sagt, die Dinge werden erfolgreich. Du hast die Kraft, die Power, die Energie und der König der Stäbe, das ist Feuerenergie. Das ist auch jemand, der seine Ziele erreicht, der also auch ja, dir vielleicht hilfreich ist oder es ist die Energie, die du annimmst, um deine Ziele zum Erfolg zu führen. Sehr gut. Wir haben hier den Hierophanten. 5 der Münzen und Ass der Schwerter. 5 der Münzen heißt ja, dass du, ja, der Rückzug. Aber ich glaube, mit dem Rückzug ist es vorbei. Du kommst jetzt aus deinem Schneckenhäuschen raus und musst ran. Das ist nicht das Schlechteste. Denn das Ass der Schwerter macht einen Schlussstrich zwischen dem, was war und dem, was jetzt kommt. Dann haben wir die 8 der Schwerter, wir haben die 9 der Schwerter und wir haben die Sonne. Also viel zu viel Getöse um nichts. Die Gedanken, die du dir machst, sind unnütz. Es wird alles gut. Die Sonne ist Vitalität, ist Lebensfreude, das kommt auf dich zu. Du musst es nur auch annehmen und sehen. Ja? 5 der Stäbe, der Wagen und Königin der Schwerter. Das ist deine Energie und du treibst das Ganze voran. Und auch im Wettbewerb weißt du dich zu messen und zu gewinnen. Das heißt, der Wettbewerb ist für dich sogar gut, denn er spornt dich zu Höchstleistungen an. Denn wir haben als nächstes die 8 der Münzen, den Neubeginn mit dem Narren und die 9 der Stäbe. Das heißt, von dir wird alles verlangt. Mit dem Neustart, möglicherweise in einer neuen Firma, musst du alles geben und du bist auch bereit dazu. Prinzessin der Schwerter, 3 der Kelche, Hohepriesterin, Entschuldigung. Ja, es ist Aktivität im Sinne von Kameradschaft, von Geselligkeit und mit deiner Intuition weißt du, mit wem du das möchtest und mit wem du das nicht möchtest, wer zu deinem Kreis zählt. Dann haben wir den Prinz der Schwerter, da haben wir Liebe und Königin der Münzen. Da gibt es auch eine Entscheidung in Sachen Liebe, ja, und Stabilität und Sicherheit. Also ich denke mal, dass dir dein Zuhause oder deine Leute die Stabilität und Sicherheit geben, dass du die Dinge erfolgreich vorantreiben kannst. 5 der Kelche, 8 der Münzen und 9 der Kelche. So, du bist in erster Linie vielleicht auch ausgepowert, erstmal nach der ersten Woche da. Du arbeitest daran, aber es ist das, was du dir gewünscht hast. Ja? Es ist praktisch deine Wunscherfüllung, was du jetzt hast. Also doch sehr positiv. Strebe nach mehr, erhöhe deine Maßstäbe und erwarte dir mehr. Gib dich nicht zufrieden. Das ist deine erste Orakelkarte. Das heißt, du hast selbst an dich den Anspruch, mehr zu erreichen, als das bis jetzt geschaffte. Aber du hast ja auch wahrscheinlich gerade erst damit begonnen. Weisheitskarten der Seele. Sieht sehr interessant aus. Eine große Veränderung findet statt, aber auch dein Umfeld, da gibt es Veränderungen. Und ja, du bist gespannt, was passiert. Und es weckt, glaube ich, deinen Ehrgeiz, wenn ich das richtig sehe. So, von den Weisheitskarten der Seele habe ich den magischen Kartenverwandler. Okay, ich suche das mal eben raus und dann lese ich dir das vor. Der magische Kartenverwandler. Das göttliche Prinzip inszeniert unser aller Schicksal.
Wenn diese Karte zu dir kommt, dann lautet ihre Botschaft an dich: Werde auf die Menschen aufmerksam, die in dein Leben treten, um dich auf deinem Entwicklungsweg voranzubringen. Vielleicht begegnest du einer verwandten Seele, deren Gegenwart dich dazu animiert, dein bestes Selbst zu sein, das dir möglich ist. Oder einem Menschen, der dir aus einer schwierigen Lage heraushilft und dich an einen sicheren Ort geleitet oder zum Erfolg führt. Achte heute auf die Menschen, die deinen Weg kreuzen und dich dazu veranlassen, über die Reise deines Lebens nachzudenken. Sei wach und bewusst und du wirst in ihnen die Mittler des Wandels erkennen, die sie sind. Deine ganze Wahrnehmung dessen, was du bist und warum du hier bist, wird sich verändern. Der magische Kartenverwandler enthüllt dir immer ein besseres Bild deiner selbst. Wow. Das heißt, durch diese Veränderung, diese Verwandlung, lernst du dich selbst besser kennen und verwandelst auch dein Denken und so. Also du entwickelst dich weiter und das ist ein großes, großes Geschenk. Wunderbar. Ich freue mich für dich, lieber Wassermann, und ich hoffe, dass du da möglichst viel positive Energie draus schöpfst und ja, dich selbst weiterentwickelst und daran Freude hast. Wenn es dir hilfreich war, diese Legung, dann würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen und ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare, was du dazu sagst, inwieweit das für dich hilfreich ist, und ich wünsche dir natürlich den bestmöglichen Erfolg. Ganz lieb, bis bald.